Die Internationale Gilde der Knoten, Knüpfer, Knotenbinder, hat diesen Bindeknoten veröffentlicht. Er hat den Namen der Frustrator und ist eine wirklich gute Alternative zu den bekannten Würgeknoten. Der Frustrator. Das Arbeitsende wird von vorn einmal um den Gegenstand geturnt. Wird dann über die stehende Part geführt und wieder diesmal von hinten um den Gegenstand geturnt. Dann wird das Arbeitsende erneut über den Gegenstand geschlagen und von hinten durch diese beiden Turns gesteckt. Zuziehen und wir haben den Bündeknoten, der Frustrator, der wie gesagt ähnlich gut funktioniert wie ein Würgeknoten.